Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Natürlich weiter mit dem Spawny. Juhu! Ja, was gibt's Neues über SimCity? Der Patch 4.0 war da. Es genau. Gibt jetzt einen Park. Einen neuen. Hier hinten, genau. Dem SimCity Denkmalpark gibt es jetzt. Der hat natürlich einen riesen Radius, das muss man wirklich sagen. Fliegen irgendwie Luftballons hoch und all sowas. Ja, das war's. Ach nee. Und eine neue Stadt gibt es, also so ein neues Gebiet, wo ihr anfangen könnt. Hat in dem Sinne 7 Felder und ein Großprojekt, wo ihr mit hantieren könnt, genau. Ja. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal was gucken. Wir haben nämlich ein bisschen was herausgefunden. Detailsstufe. Wo ist meine Maus? Hallo. Meine Maus ist weg. Ups. Ja, ich sehe meine Maus nicht mehr. Okay. Hallo. Ich komme gleich wieder. Oh, da bin ich wieder zurück. Ja, da hat sich irgendwas verabschiedet bei mir. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Die Maus ist wieder da. Ich gehe einmal unter Details. Lalalalalalalala. Das war falsch. Details. Jetzt ist meine Maus schon wieder weg, Andi. Immer wenn ich Details aufmache, verschwindet meine Maus. Hallo, du blödes Spiel. Ist das vielleicht noch ein Retro-Stall? Ich habe keine Ahnung. Ich komme dann ja auch nicht mehr aus den Optionen oder irgendwas raus. Da, jetzt ist sie wieder da. Ja. Details, jetzt geht's. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ladenbesucher und wir haben Waren insgesamt 2933. Nicht verkaufte Güter, alles null, Andi. Bei Gewerbegebiet. Ja. Hast du das auch? Muss ich eben rüber in meine große Stadt. Nicht erfüllte Lieferungen, 11.280. Also ich habe zu viel Industrie gegenüber meiner anderen Sachen. So, wir müssen ein bisschen... Gegenüber deinem Gewerbe. Genau, wir brauchen mehr Gewerbegebiet, wenn man es so nimmt. Wollen die denn auch mehr Gewerbegebiet? Weil das ist ja auch noch eine Sache, die dazugehört. Für Luxus. Im Luxusbereich möchten sie gerne mehr Werbegebiet haben. Und nicht verkaufte Güter habe ich bei mir null. Lieferaufträge sind 9.144 nicht erfüllte Lieferaufträge. Okay. Ja, ich muss gucken, wie ich das mache. Da ich ja eigentlich hier gerade am Aufbauen bin. Ich habe ja hier Casinos gebaut und sowas. Fällt mir ja gerade so ein. Wo wir immer noch Minus mitmachen ohne Ende. Ja, mit den Casinos, das läuft hier ja irgendwie gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, in dieser Stadt. Die kleine Stadt hat ja gelebt davon. Muss man jetzt ja mal wirklich sagen. Und diese Stadt bricht völlig auseinander, Leute. Wir wissen es noch nicht so ganz, warum. Ich werde das mal noch ein bisschen beobachten, ob wir immer noch diese Geldnotprobleme haben. Jetzt sind wir erstmal pleite. Stellen wir erstmal ein paar Gebäude still. Wir werden wohl mit der Schule anfangen, gehe ich mal von aus. Schule kann man immer stilllegen. Für einen gewissen Augenblick. Aber die Schule bringt mir jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich jetzt sagen kann, okay... Die stellen wir ab, die Straßenbahn können wir abstellen. Das sind schon mal 2100. Das bringt schon mal richtig Kohle. Wir hatten doch auch mehr wie ein Krankenhaus, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da stellen wir das Kleine noch ab. Das hat jetzt noch mal was gebracht. Und dann werden wir... Das Casino, was hier 10.000 Minus macht, auch abstellen. Wie sieht es hier mit der Polizei aus? Wie viele Polizeigebäude haben wir? Polizei, Polizei, Polizei. Den Superman haben wir. Wir haben auch zwei Polizeigebäude. Die französische Polizei werden wir auch mal ausstellen. So, und schon haben wir wieder Plus. Zwar nicht viel, aber etwas.
Ja, und jetzt müssen wir uns mal um unseren Luxusbereich kümmern. Unser Luxusbereich, boah Leute, ich muss erstmal wieder hier klarkommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben ja übelst lange nicht gespielt. Wir hatten ja letztes Mal so viel aufgenommen, weil wir ja eigentlich gedacht hätten, wenn wir die Versorgung in die anderen Städte legen, dass das funktioniert. Ja. Was ja nicht so ganz geklappt hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, null Gebäude. Alles abgerissen, perfekt. Luxusbereich. Wo haben wir den Luxusbereich? Haben wir überhaupt schon einen Luxusbereich? Das weiß ich gerade gar nicht. Boah, Leute, ich komme überhaupt nicht zurecht. Hier ist unser Luxusbereich. Grundstückspreis 3. Ja, so. Und wo haben wir da das Gewerbegebiet? Hier. Haben wir wirklich sehr, sehr wenig Gewerbegebiet gebaut. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Was ist das hier? Alter Schwede, hier explodiert schon wieder meine Industrie. Ja, altbekanntes Problem bei mir, weil meine Bildung nicht weit genug ist. Kann ich halt nichts dran ändern gerade. Ja. Gewerbegebiet für den Luxusbereich. Für den mittleren Bereich könnten wir auch ein bisschen mehr Gewerbegebiet eigentlich bauen. Was hast du für ein Problem? Fehlende Kunden. Gut, bis jetzt habe ich noch kein Geldnotproblem wieder gehabt, Andi. Hast du schon wieder welche gehabt? Ja, ohne Ende. 20, 30 Gebäude wieder. Echt? Aber bei mir ist das Problem ja, dass ich kein Wasser habe, warum die meisten ja abhauen. Ach so. Ist das Da ich ja Wasser Problem von immer noch? außerhalb hole und dass es auf Null steht und dass es trotzdem nichts bringt. Ja, das Problem habe ich ja nicht. Den Bug habe ich ja nicht. Bei mir läuft alles. Ohne Probleme. Bei mir haben sie halt alle kein Wasser. Und die Hälfte der Stadt. Ja, das ist Wenn ich scheiße. jetzt so ein Wasserding wieder aufbaue, dann muss ich auch eine Kläranlage für die Scheiße aufbauen, damit ich überhaupt noch Wasser wieder hinterher hole. Was dann wiederum total sinnlos macht, dass ich die andere Stadt voll ausgebaut habe. Genau. Was dann Ja. wiederum bis zu 12.000 minus die Stunde macht. Genau, wenn du das wieder aufbaust, machst du 12.000 minus. Oh. Was ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum du zu wenig Wasser hast. Echt nicht. Ich komme da wirklich nie drauf, also. Und wenn du nur einen Wasserturm baust oder zwei Habe ich ja schon. und trotzdem noch das gleiche Problem. Ja, zur Verfügung stehen mir 9000 Liter. Ich brauche davon 2000 Liter. Das heißt, es ist Überschuss genug. Nur dann macht es ja trotzdem auf Null und das reicht nicht, um alle auszufüllen. Verstehe ich nicht, weil 0 müsste ja genau ausreichend sein. Genau. Raff ich nicht. Ja, ich mache Und die 192. Wassertropfen, die durch die Straße fließen, die kommen alle nicht an irgendwie. Verstehe ich nicht. Es muss ja einen Grund haben, warum das nicht ankommt. Ja, wie gesagt, das steht ja nirgendwo hier. Na, ich bin gespannt. Ich bin jetzt bei einer Sympathie von 59%. Ich werde das jetzt alles ein bisschen im Augenblick behalten. Jetzt haben wir hier schon wieder ein verlassenes Gebäude. Warum? Fehlende Kunden. Keine Ahnung, warum fehlende Kunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Was macht das Casino, was wir angelassen haben? Das macht übelst Minus. Also das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum mein Casino kein Plus einfährt. Ich werde das andere mal wieder anstellen, das andere Casino. Wir machen 171 Minus. Wir müssen erstmal unsere Geldquelle jetzt hier benutzen. Und unsere Geldquelle ist eigentlich Tourismus. So. Ist eigentlich mein Plan. Wenn hier gleich noch ein bisschen mehr die Industrie explodiert, dann werde ich hier gleich die ganze Straße wieder zurück updaten. Da kannst du dann auch verwetten. Nicht Ja, wieder. das würde ich an deiner Stelle auch machen, ja.
Es geht mir derbs auf die Nüsse. Ja, was komisch ist, dass hier vorne der Bereich, die Leute protestieren, der Grund zu niedrige Grundstückspreise. Ja, weißt du, sie wollen unbedingt auf Mittelstand oder halt in den Luxusbereich rein. Aber dass sie erstmal so zufrieden sind, dass die untere Bereich überhaupt hochgeht, naja. Wir haben kein Geld mehr, wir müssen demnächst ausziehen. Ja, und warum hast du kein Geld mehr, du blöde Kuh? Donnerwetter, hier hat sich ein Gebäude auf Stufe 3 geupdatet. Ich mach 1800 plus. Was ist bei mir denn los? Zeit ist ja eh die Straßenbahn ja aus, Leute. Das Einzige, was wir uns selbst versorgen, ist mit Strom. Ja, genau, mit Strom. Wasser holen wir uns von außerhalb und Kläranlage ist von außerhalb. So war ja unser Plan, dass das eigentlich alles vernünftig läuft, aber bis jetzt geht der Plan nur bei mir auf. Das muss man jetzt wirklich mal sagen, bei Andy geht er nicht auf. Nee, bei mir scheint irgendwie was kaputt zu sein dafür. Weiß es auch nicht. Keine Ahnung, den Sinn verstehe ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum das bei dir nicht funktioniert? Das geht nicht um bei mir im Kopf. Wie gesagt, die Wassertropfen, die kommen halt nicht rechtzeitig an, die durch die Straße führen. Kommt zwar, aber nicht genug. Ja, wir müssen hier mal ein paar Bushaltestellen gerade bauen für Schule. Gut, haben wir. Ja, ich mache jetzt 4000 plus an die auf einmal. Fragt mich nicht warum, Leute. Casino? Casino. Hast du sie ausgeschaltet? Ne, eins habe ich jetzt beide wieder angemacht. Das eine macht heute 3670 minus schon. Das andere macht ein Plus von 2415. Also ich mache eigentlich minus heute. Na, hier haben wir jetzt gleich mehr Arbeitslose wie Arbeiter. Ui, das ist aber Oder nicht gut. Obdachlose, meine ich. Ach, Ich habe jetzt, glaube ich, Obdachlose. schon 12.000 Obdachlose oder so. Wie bitte? Wie geht das denn? Wie gesagt, ich habe kein Wasser in meiner Stadt. Verlassen durchgehend mein Haus. Jedes Haus kann ja abgerissen werden. Alle 2 Sekunden kommen 20 Häuser dazu. Ja, was wir noch vergessen haben mit Wasser, es gibt jetzt wieder Wolken und es regnet jetzt wieder in den Städten. Nur mal so als Information. Also Wasser sollte jetzt immer in der Stadt verfügbar sein. Nicht Genau, sollte irgendwie. nicht leer gehen. Genau, sollte nicht leer Normalfall. gehen. Also man sieht es auch hier bei mir. Ich bin eigentlich noch sehr, sehr dunkel, meine Stellen überall. Ja. Und wenn du beigehst an die, da wo das Wasser nicht hinkommt. Und da mal einen Wassertank hinstellst, oder hast du das auch schon probiert? Genau das habe ich ja gemacht. Und das funktioniert auch nicht. Weil ich, wie gesagt, kein Wasser im Grundwasser habe. Na gut, bei dir müsste es jetzt erstmal regnen, ne? Oder Ja, liegt wenn das es... daran, weil du die Brunnen gebaut hast und die haben jetzt verschmutztes Wasser? Ich habe kein verschmutztes Wasser. Okay. Wasserverschmutzung ist null. Sauber. Komplett. Kommt zu 100% sauberes Wasser. Wir gehen mal an die besuchen. Bei 1,5 Millionen hat er jetzt schon, laut unserer Anzeige. Ja, das passt auch. Wir gehen mal rüber, Leute. Wir wissen es selber nicht. Warum? Man sieht ja, jeder kämpft zurzeit mit irgendeinem Bug. Was sehr ärgerlich ist, wenn man es so nimmt. Wir gehen mal bei Andi gucken, wie das Wasser läuft. Ja, bei uns sieht das zum Beispiel aus, als wenn du gar kein Wasser bekommst. Ja, es läuft Mist bis gerade Mitte der Stadt. Na gut, jetzt füllt es sich. Ich lasse das mal schnell auf Stufe 2 laufen. Wie gesagt, Mitte der Stadt, aber hier unten kommt irgendwie nichts.
Ja, du bist genau bei Null, so wie das bei mir in dem Sinne auch ist. Ja. Du kaufst 149,2 ein, weil du 9,5 die Stunde selbst produzierst. Als wenn irgendwas nicht durchlaufen kann. Zum Beispiel diese Straße hier finde ich total komisch. Hinter der Recycling Center, da läuft das Wasser nicht weiter. Doch jetzt läuft es. Da läuft bei mir durch ihn. Ganz komisch. Ja, ist komisch, als wenn es zu viele Wege bei dir geben würde zu den einzelnen Feldern. Sage ich jetzt einfach mal, ne? So sieht das gerade aus. Naja, aber das darf ja kein Grund dafür sein, dass jetzt Genau. kein Wasser ankommt, nur weil da jetzt drei Straßen zu viel habe, die dahin führen. Genau. Kann ja auch nicht sein. Ich habe gerade auch schon überlegt, woran das liegen kann. Und genau hier hört es aus, beim Shuttlebus-Depot. Ja. Genau da ist Ende im Gelände. Da läuft es nicht weiter. Dann läuft mal ein paar Tropfen, wenn der Druck nicht hoch genug wäre. Aber eigentlich müsstest du Ja. es ja ein bisschen ausgleichen, weil du ja einen Wasserturm gebaut hast. Ja, einen Wasserturm hast du noch reingeklatscht, ne? Laut meiner Ansicht. Wo denn? Oben rechts. Oben bei der Ausfahrt von der Autobahn, da ist ein Wasserturm. Ja. Schon komisch. Sehr merkwürdig, wie gesagt. Da komme ich auch noch nicht drauf klar, was hier der Fehler ist. Ich würde da unten, wo die Solarkraftwerk ist, da würde ich mal einfach noch ein so ein Teil hinsetzen. Das habe ich gerade gemacht schon. Hat sich dadurch was verändert? Ja, da ist jetzt ein Haus weniger. Ja, aber vom Wasser nicht, oder was? Ist jetzt noch nicht, ne, aber. Und hier läuft auch kein Wasser, Leute. Da ist auch komplett still. Verstehe ich nicht. Als wenn die Straße da nicht mehr Ja, so. ein bisschen laufen lassen, gucken, vielleicht füllt sich das ja doch durch diese Pumpe, die ich jetzt da zusätzlich hingestellt habe im mittleren Bereich, halt bei Ja. den Sonnenkraftwerk halt, ne? Ja. Ja, ich find's komisch, Leute. Hier Wassermangel, wo er eigentlich das Wasser aus dem Nachbarstadtländer kauft, so wie ich es ja in dem Sinne auch tue. Ich habe eigentlich so viel Wasser über, dass du die Dusche durchgehend laufen lassen könntest. Praktisch, wenn du duschen willst, musst du dich nur drunter stellen, das Wasser läuft, brauchst du gar nicht anmachen. So viel Wasser habe ich zur Verfügung. Genau. Weil er zeigt es ja auch an, dass du kaufst. Ja. Hast du jetzt vielleicht, Andi, weil ja Patch 4.0 ist, den Kauf nochmal weggemacht? Ein bisschen gewartet und nochmal angemacht. Da geht meine Stadt komplett unter, wenn ich jetzt das Wasser abklemme. Ich würde es einmal ganz kurz machen. Dann reißen, ja, das läuft ja. Wasser kommt ja an. Ja gut, aber vielleicht behebst du dadurch. Man weiß ja auch nicht genau, was im Patch 4.0 alles behoben haben. Sie reden ja nicht Klartext, finde ich. Ja, ich mache auf einmal 4200 plus, Leute. Warum? Keine Ahnung. Meine Sympathie sieht aus, als wenn sie steigt. 61% sind wir jetzt schon. Wohngebiet, ja, untere Einkommensschicht. Es gibt hier eine Menge unterhaltsame Sachen, die man unternehmen kann. War als positiv letztens. Es gibt viele Verletzte, wir ziehen um. Ja gut, ich habe natürlich jetzt auch ein Klinikum ausgestellt. Eins. Was wir natürlich jetzt auch mal wieder anmachen könnten. So. Wollen wir noch mal ein paar Gebäude zerstören? Wir wollen immer wieder neue Gebäude hinbauen. 7 verlassene Gebäude, das werden wir uns jetzt erstmal durchlesen. Fehlende Kunden beim Gewerbegebiet. Fehlende Radioaktive Kunden. Strahlung. Grund zu viele Verbrechen. Geldnot. Geldnot. Fehlende Kunden, also das Hauptproblem. Zu niedrige Grundstückspreise, also sie wollen unbedingt in den Luxusbereich. Zu verkaufen. Geldnot. Ja.
Aber ich finde, ich entscheide das, wann sie aufsteigen und nicht. Oh Scheiße, jetzt haben wir gerade ein Gebäude abgerissen. Man sieht hier zumindest hier oben, dass sie jetzt so langsam hier auf die zweite Etage abgedatet haben. Der untere Bereich bei mir, Andy. Also der Punkt ist schon mal erreicht. Ich habe auch keine offenen Stellen. Doch offene Stellen. 4671 offene Stellen im unteren Bereich. Leck mich am Arsch. Im mittleren Bereich habe ich 1700 offene Stellen. Im Luxusbereich 691. Also ich habe viel zu viele offene Stellen. Aber gut, sollte sich die untere Bereich mal updaten auf Stufe 3, dann habe ich wieder zu wenig Arbeitsplätze. Also Ja. daher ist es schon wieder ein Streitpunkt. So, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.